In diesem Video werden wir zusammen einen Notfallplan erstellen, der zum Beispiel bei einem Stromausfall wichtig für Sie ist. Bei einem Stromausfall soll ein VoIP-Ziel das Routing-Profil schnell mit einer Kurzwahl wechseln können. Das heißt, durch eine Kurzwahl auf dem Endgerät vom Standardprofil zu einem Notfallprofil wechseln. Sobald das Notfallprofil aktiviert ist, werden Ihre Anrufe auf Ihr Mobiltelefon weitergeleitet. Die Einrichtung eines Notfallplans funktioniert fast wie die Einrichtung von Routingplänen. Zunächst müssen Sie jedoch noch einige andere Einstellungen treffen. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt Rufnummern. Wir werden jetzt für die Zentrale einen Notfallplan einrichten. Im Dropdown-Menü der Rufnummer wählen Sie die Option Routing-Profil einstellen aus. Im unteren Teil bei Routing-Profil anlegen geben Sie dem Profil einen Namen, in unserem Fall Notfall, und klicken auf Profil erstellen und verwenden. Im nächsten Schritt navigieren Sie zu Ihren VoIP-Zielen. Im Dropdown-Menü des VoIP-Ziels klicken Sie auf Kurzwahlen verwalten. Hier legen Sie eine neue Kurzwahl und eine Tastenkombination fest. Danach wählen Sie Routing-Profil der Rufnummer wechseln aus. Durch unser neues Routing-Profil können wir der Rufnummer eine neue Aktion zuweisen. Wir editieren das Routing unserer Rufnummer und legen fest, dass alle Anrufe an unsere Handynummer weitergeleitet werden. Hier steht es Ihnen natürlich frei, auch andere Konfigurationen vorzunehmen. Wir bestätigen unsere Einstellungen und sind mit dem Erstellen unseres Notfallplans fertig. Mit der Kurzwahl, also bei uns Raute 50, können Sie zwischen den Profilen wechseln, indem Sie diese über ein Endgerät oder ein Softphone eingeben. Wenn Sie jetzt wieder Raute 50 wählen, befindet sich die Rufnummer wieder im Standardprofil und die normale Weiterleitung wird wieder genutzt. Das Standardprofil kann selbstverständlich auch über das Webportal verändert werden, indem Sie das Routingprofil der jeweiligen Rufnummer editieren. Bitte beachten Sie, dass Sie Kurzwahlen für jedes VoIP-Ziel separat konfigurieren müssen.